Aber vorher bleiben Sie noch ein bisschen dran hier bei uns, denn zum Schluss wollen wir Ihnen noch eine ungewöhnliche Frau mit einem noch ungewöhnlicheren Plan vorstellen. Die 43-jährige Sandy Robson hat eine verrückte Idee und will von Ulm bis nach Australien fahren mit dem Kajak. 5 Jahre lang paddeln, 50.000 Kilometer weit. Dorte Störmann und Nina Lehnhoff haben die Kajaklehrerin aus Australien ein Stück auf der Donau begleitet. Tag 16 von rund 1825. An jedem auf dem Wasser will Sandy Robson mindestens 50 Kilometer paddeln und im Jahr 2016 Australien erreichen. Wie kam sie bloß auf die Idee? 2007 bin ich schon mal 6000 Kilometer in einem Jahr gepaddelt, rund um Australien. Es war fantastisch und ich suchte nach einer ähnlichen Herausforderung. Die hat sie nun gefunden. Von Ulm über Bulgarien geht es im Kajak bis nach Zypern. Nach einer Pause paddelt die 43-Jährige an der indischen Küste entlang bis nach Australien, teilweise über das offene Meer mit einem extra Segel. Ihr Vorbild ist der deutsche Oskar Speck, der in den 30er Jahren die Route abfuhr, zwischendurch aber 6 Jahre in einem indischen Gefängnis saß, weil man ihn für einen Spion hielt. Ich habe eigentlich keine Angst vor irgendwas. Ich muss es nur richtig planen und schlechtes Wetter genau beobachten. Wetter okay, aber wie sieht es aus mit solch ungebetenen Gästen? Ich habe in Australien schon so viele Haie gesehen. Das Schlimmste, was die machen, ist ein Boot zu rammen. Jetzt ist sie aber erstmal in Österreich, hat Patrick und Johanna kennengelernt. Eine Weile werden sie zusammenfahren. Gegessen und gecampt wird am Ufer, diesmal gibt es Pizza. Aber Sandy besorgt immer wieder Vorräte, die sie im 2.500 € teuren Spezialkanu verstaut. Hiermit koche ich. Da habe ich 2 Töpfe und eine Pfanne. Einsam fühlt sich Sandy bisher noch nicht. Ihre derzeitigen Begleiter sagen, sie hätte viel Kraft. Diese wird sie sicher brauchen, aber die Abenteuerin ist überzeugt. Tschüss. See you in Australia.